Seid ihr herzlich willkommen. Sein nächster Schritt, was wir da tun, schauen wir an bei dieser Legung. Sein Gegenwart zeigt hier diese Karte. Dieser Berg kann natürlich Berglandschaft auch sein. Er liebt die Berge oder er macht einen Ausflug. Oder er lebt in dieser Gegend. Aber diese Karte hat eine symbolische Bedeutung auch. Nämlich, dass er verhält sich wie dieser Berg, hat diese kühle, distanzierte Haltung, wie ein Eisberg, kommt nichts an. Er hat sozusagen eine Mauer gebaut um sich herum. Dieser Berg kann auch bedeuten, ihn bedrückt etwas. Er hat Probleme. Welche Einflüsse hat er von außen? Diese Schlange kann Gesundheitsthemen auch sein. Diesbezüglich kann Berg die Zähne bedeuten oder die Knochen, dass er Schmerzen hat. Ist in Behandlung. Diese Schlange bedeutet aber auch die Wandlung, die Erneuerungsprozesse, das im Gegenwart ist noch sehr kühl, aber verändert sich die Lage, eröffnet sich. Dieser Eisberg fängt an zum Schmelzen. Diese Schlange kann eine Frau auch sein. Seine Nochfrau oder die Ex-Frau oder seine Mutter oder seine Schwester oder seine Kollegin. Also eine Frau in seiner Umgebung. Und kann es sein, dass er Probleme hat mit dieser Frau, weil diese Frau macht Schwierigkeiten. Und das sind diese Hindernisse, was er gerade erlebt. Die Schlange kann auch eine Lösung auch sein, bedeutet oft Umwegen. Er muss nicht direkt etwas klären, sondern Umwegen umgehen diese Probleme. Was wird er tun in deine Richtung? Durch dich kommt zum Leichtigkeit, zum Fröhlichkeit und die Vögel symbolisieren auch Gespräche. Er wird offener sein, er spricht mit dir. Kann sein, dass er nach außen zeigt sich fröhlich, bei ihm ist alles in Ordnung und ist witzig. Und er hat aber hier Probleme und das erwähnt er nicht. Was sollst du tun? Gib ihm das Gefühl, dass er steht im Mittelpunkt und du bewunderst ihn wegen sein Wissen oder empfehlst ihm, er soll eine Schulung machen, zum Beispiel. Ihr werdet über ein Buch unterhalten. Aber dieses Buch hat auch eine symbolische Bedeutung und zeigt Verschlossenheit. Und weil der Kontakt fröhlich verläuft, kannst du natürlich sagen, ich bewundere dich. Wegen deinem Wissen, du bist so intelligent, aber eins verstehe ich nicht. Warum bist du manchmal so verschlossen? Hast du Probleme? Bedrückt dich etwas? Wenn du magst, dann kannst du darüber reden. Ich habe einen offenen Ohr dafür. Aber wenn du das nicht erzählen möchtest, das akzeptiere ich auch. Dann kannst du natürlich dieses Geheimnis für dich behalten. Und dann kommen wir zurück zu diesem Buch,
dann zeigt er wieder Verschlossenheit, was ich nicht glaube. Weil er hat auch dieses Bedürfnis wahrgenommen zu werden. Er möchte auch, dass du zuhörst und er möchte auch sprechen. Hier ist diese Kommunikation. Und das war dieser Orakel, sein nächster Schritt. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.